Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier und ja, herzlich willkommen zu einem kleinen freischnauze-skriptlosen Kommentarvideo zu der gerade eben erst gewesenen Pokémon Direct. Ja, von 16 Uhr bis sage und schreibe 16.08 Uhr lief die Pokémon Direct. Wir haben Gerüchte, Spekulationen und Vorahnungen in uns brodeln gehabt. Wir sind mit Vorfreude an dieses Pokémon Direct gegangen. Und was wir bekommen haben, hat ja mich persönlich zumindest ein ganz klein wenig ernüchtert. Das ganze Direct begann damit, dass ein neuer Pokémon Switch-Teil kommen wird. Leider Gottes kein Pokémon Stars, keine weitere Edition, die auf die Switch geportet wird. Nein, ein Pokémon Tekken-Teil. Und zwar ein Port von der Wii U. Pokémon Tekken DX wird es heißen und wird im September zu kaufen sein. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte mir, wenn es für die Switch einen Pokémon-Teil geben wird, eher was in Edition-Richtung gewünscht, beziehungsweise einen weiteren Ableger, wie zum Beispiel Pokémon Stars, eben, dass es dann eben einen Port geben wird von Pokémon Sonne und Mond. Stattdessen gibt es jetzt eben einen weiteren Port von der Wii U auf die Nintendo Switch, ähnlich wie es schon bei Mario Kart 8 der Fall gewesen ist. Mario Kart 8 Deluxe wurde es genannt, wurde mit einem weiteren Battle Mode auf die Switch geportet. Zack, da habt ihr euer Mario Kart für den Switch. Schade, aber gut. Da ich Pokémon Tekken leider auch auf der Wii U nicht gespielt habe, weil es mich damals schon jetzt nicht so großartig interessiert hat, kann ich leider nichts großartig dazu sagen, ob es grafisch aufgebessert wurde, ob das Kampfsystem verbessert wurde. Es sah aber dem schon sehr ähnlich, was wir eben von der Wii U kennen. Ja, schade. Allerdings kam danach noch ein weiterer Trailer. Und zwar wurde Ultrasonne und Ultramond angekündigt. Leider Gottes nicht für die Nintendo Switch, sondern wieder nur für den 3DS. Allerdings wird es neben der altgebliebenen Alola-Region eine neue Geschichte geben und es wird neue Pokémon geben, wo ich ja mal sehr gespannt bin, wie die aussehen werden. Dem Trailer konnte man bisher nur entnehmen, dass es wohl eine Ultraform zu Solgaleo und Lunala geben wird. Es wird also hier wahrscheinlich jetzt auch kein neues legendäres Pokémon hinzukommen, so wie es damals bei Diamant und Perl und eben dazu kommend Platin der Fall gewesen ist. Wobei ich aber auch hier sagen muss, es hat mich nicht so krass abgeholt, wie ich es mir gewünscht hätte. Es ist natürlich irgendwo was Krasses jetzt, neben Sonne und Mond, was zwei sehr starke Spiele gewesen sind, jetzt Ultrasonne und Ultramond zu bekommen, wenn man dann halt auch noch hört, neue Geschichte, neue Pokémon, neue Spielelemente soll es übrigens auch geben. Ich bin gespannt, es wird halt wieder nur für den Nintendo 3DS kommen, da bleibt natürlich abzuwarten, wie das mit dem technischen Aspekt so aussieht. Wahrscheinlich wird auch hier wieder auf den 3D-Modus verzichtet und wahrscheinlich wird es auch wieder ruckeln wie Sau. Ansonsten für die Nostalgie-Fans unter uns, es wird jetzt auf der Virtual Console im September, meine ich, ebenfalls auch die zweite Generation von Pokémon geben. Nachdem man damals schon Rot und Blau auf den 3DS geportet hat, folgt jetzt eben auch das originale goldene und silberne Spiel noch hinzu. Wird eben auch wieder kompatibel sein mit Pokémon Bank, aber das war es dann eigentlich auch. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich hätte mir von der Pokémon Direct etwas mehr erhofft. Natürlich warten wir alle auf Pokémon Stars, wir warten alle auf ein Remake der vierten Generation. Leider werden wir darauf wohl noch warten müssen. Ich finde auch, dass es nichts Interessantes gibt für Leute wie mich, die sich jetzt die Switch eben noch holen müssten. Auch ein Pokémon Tekken DX wird mich nicht dazu verleiten, mir jetzt die Nintendo Switch zu besorgen. Ja, jetzt bleibt Super Mario Odyssey immer noch der einzige Teil, bei dem ich sage, dafür würde es sich lohnen. Alles andere leider nach wie vor nicht. Wie sieht es denn mit euch aus? Habt ihr die Pokémon Direct gesehen? Seid ihr ebenfalls enttäuscht oder freut ihr euch sogar? Meinungen, Ansichten und Kommentare wie immer unten in die Kommentarbox. Auf dem Weg dorthin kommt ihr an meiner Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr sämtliche Links, wie zum Beispiel auch nochmal den Pokémon Direct zum selber angucken. Das war's von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.